Übrigens ist Arthas nicht der allererste Todesritter. Der allererste Todesritter, den gab es schon in Warcraft 2. Um was ging es eigentlich in Warcraft 2, um darauf mal näher einzugehen? In Warcraft 2 sind die Orks mal wieder eingefallen, allerdings in südlichen, in den südlichen östlichen Königreichen. Das heißt, wir befinden uns hier ganz weit im Norden. Und die wären dann ganz weit im Süden und haben die Menschen dort angegriffen. Und sie haben halt fast den gesamten Kontinent, den gesamten östlichen Kontinent erobert. Achso, gucken, was da ist. Interessant. Wir haben dann fast den gesamten Kontinent erobert, auch bis nach Kel'Thalas. Und wären damit auch fast durchgekommen. Allerdings wurden die Orks dann doch noch kurz vorm Ende durch innere Streitigkeiten aufgehalten. Und konnten dann von den Menschen ja in sogenannte Internierungslager gebracht werden. Und diese Internierungslager, dort sind die in einer Art, ja, schläfrigen Zustand verfallen, die Orks. Und aus diesen konnten sie halt nicht mehr ganz so einfach erwachen. Und seitdem leiden die an einer mysteriösen Krankheit. Ups. Und ja, deshalb sind die Orks hier gar nicht mehr so mehr der Hauptgegner in Warcraft. Also bis jetzt waren im ersten, zweiten Teil waren die Orks halt die Hauptgegner. Aber das wird sich hier ändern. Hier hat man erstmal die untote Geißel. Aber insofern darf ich schon was spoilern. Die untote Geißel ist noch so ziemlich das harmloseste, was dieser Welt bevorsteht. Ja, wer Untote dann schon als harmlos bezeichnet, der muss ja schon halbwegs verrückt sein. Aber nein, es stimmt. Es gibt wahrlich Schrecklicheres als Untote. Ja, dann hätten wir das hier auch schon zerstört. Dann dürfte es dann irgendwo hier oben hingehen, hoffe ich zumindest doch mal. Ah ja, du bist schon damit beschäftigt. Wow, eine Einheit, die ich nicht kontrolliere, macht das absolute Richtige. Das kommt auch nicht zu häufig vor. Ah, hier ist ein weiteres Portal. Wo geht das dann hin? Ich glaube, achso, das eine wird dann wahrscheinlich hier hochgehen, das andere dann da drüber. Okay, ich verstehe. Die Toten sollen dienen. Die Toten dienen mir doch schon. Warum sollen sie dann noch mehr dienen? Logik. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Ja, jetzt haben wir's. Euer Befehl, Meister. Jetzt ist unsere Goldmine eingestürzt. Und verdammt. Wir brauchen dann erstmal genug Gold für eine neue Goldmine. Und die werden wir dann. Ja, müssen wir dann doch in dieses Lager da drüben ansiedeln. Es tut mir leid. Huhuhu. Niemand erteilt mir Befehle. Und ach nö. Oh, wandern wir mal durch dieses Portal hier. Und wir rennen wieder in irgendwelche neuen Einheiten rein. Yippie-yay-yay. Ich dir befohlen haben, den da anzugreifen. Dankeschön. Das ist schon besser. Und mit denen sollten wir doch relativ einfach fertig werden. Hoffe ich zumindest. Fingerkreuz. Ja, es gibt. Also, von den Untotmissionen ist das hier und dann noch eine andere, meine ja, sogenannten Hassmissionen. Die letzte Untotmission, so wie diese hier, die mag ich überhaupt nicht. Die sind richtig blöd. Ich weiß nicht, warum ich diese hier nicht mag. Wahrscheinlich daher, dass es so viele Gegner gibt und da ich dann immer in die Portale reingehen muss, mich teleportieren muss und man kann hier nicht einfach mit Einheiten laufen, man muss Zeppeline benutzen und so weiter und so fort. Ja, ich weiß. Ich soll mich nicht beschweren. Ich habe mir das Let's Play hier ausgesucht. Es ist ein richtig tolles Spiel, aber manchmal kann es einem doch auf den Geist gehen. Zumindest manche Missionen. Nicht alle. Die meisten sind richtig toll. So, wollen wir mal den nächsten Zeppelin beladen? Ja. Haben wir genug Einheiten hier auch unten?
eh nichts anderes zu tun haben. Aber was soll's. Und dann schicken wir die mal ganz lustig und artig hier hoch. Wenn er das erledigt hat, darf er wieder runterkommen. Oh, das funktioniert sogar. Yippie-yay! Also ein etwas größeres Lager hier. Und die machen gerade alles so, was sie wollen. Allerdings habe ich hier so viele Einheiten. Das kümmert mich jetzt gar nicht was. Ah, das sind Flugabwehrkörner. Jetzt verstehe ich das. Himmelszorn. Erdzorn. Erdzorn für alle Landeinheiten, die sich hier auf der Erde befinden. Und Himmelszorn für alle Flugeinheiten. Es macht alles Sinn. Auch wenn man es zuerst gar nicht vermuten mag. Nicht, dass Arthas mir wieder verreckt. Schicken wir den erstmal hier nach. Hier hinten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Als ob ich das noch nicht wüsste. Habe ich einen Fleischwagen mit hochgeschickt? Nö. Dazu war ich mal wieder zu blöd. Ah, Arthas zerstört aber einmal. Wir haben den Altarler Königin, damit du dann das. Oh, sie greifen mich schon wieder an. Und zum ersten Mal haben wir hier Sylvanas Windrunner. Ich hasse dieses. Ja. Ich sollte das jetzt nicht fortführen. Und habe ja gerade blödsamerweise alle meine Einheiten hochgeschickt. So, von daher. Ja, Sylvanas ist tot. Gott sei Dank. Und sie haben nichtsdestotrotz. Ach, ich bin doch so blöd. Ich bin doch so blöd. Was habe ich denn jetzt produziert? Ich wollte doch vorher noch eine Goldmine errichten. Okay, ihr habt jetzt live einen Epic Fail hier gesehen. Das ist außerordentlich blöd, denn jetzt habe ich kein Gold mehr. Und das ist schlecht. Da muss ich wohl mit den Einheiten klarkommen, die ich im Moment gerade habe. Das war wirklich ein Epic Fail. Verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Hoffentlich taugt das was. Zweiter Teil. Yippie. Ist unser. Fehlt nur noch der dritte, der findet sich schon hier. Und wenn wir das geschafft haben, dürfte sich dann das nächste Tor, das sich wahrscheinlich hier befindet, für uns öffnen. Und das. Also das Tor ist, glaube ich, relativ gut verteidigt. Da brauche ich mir dann doch die Gesamthilfe meines Lagers hier. Ja, vernichten wir sie einfach mal schnell komplett. Komplett? Dann sollte das auch passen. Niemand erteilt mir Befehle. Okay. Ja, da ist noch ein Haus, das können wir auch vergessen. Das brauchen wir jetzt nicht. Nebensächlichkeiten. Und dann geben wir mal das Portal hier. Und können es dann auch schon auf in das nächste machen, wenn dann alle Einheiten sich teleportiert haben. Was ist das diesmal? Frostmourne hat da können wir uns nämlich erstmal hier abgegen und dort ein wenig Unruhe stiften. Wo ist der Zeppelin?